Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Fischstäbchen lügt. Heute mit unseren Kandidaten Christian, Jonathan und Sebastian, die hier versuchen herauszufinden, wann das Fischstäbchen lügt und buzzern müssen. Wir hatten letztes Mal so leichte Problematiken, was auf Pattern klicken angeht. Deswegen haben wir die Punkte ein wenig verändert, sodass man nicht immer drückt in der Hoffnung, man kriegt den Punkt und so weiter und so fort. Wenn man jetzt eine richtige Antwort gibt, gibt es einen Punkt. Und wenn man eine falsche Antwort gibt, gibt es für die Gegner einen Punkt. Das heißt, eine richtige Antwort ist nicht mehr so viel wert, damit man nicht einfach nur drückt, sondern am besten nur drückt, wenn man es weiß. Ja. Das ist die Hoffnung der Änderung. Ob es funktioniert, werden wir dann erst noch sehen. Und wir kommen zur ersten Kategorie. Okay. Ich bin eine Quiz/Spielshow, die mal bei Pete's Meet lief oder aktuell noch läuft. Und der Titel muss passen. Unter diesem Titel. Also, das heißt, wenn ein Rechtschreibfehler drin ist, ist das schon gelogen. Okay. Frage ich mich nämlich auch gerade. Also, oder nicht. Bindestrich oder sowas. Ja, da steht wahrscheinlich dann die Hüterordnung. Ja, okay. Das wäre gelogen. Ja. Ja, das ist okay. Gut. Kriegen wir schon hin. War ja nicht meine Frage. Ja. Rechtschreibfehler. Ich weiß jetzt nicht, ob das Sven alles richtig reingeschrieben hat. Ich gehe mal davon aus, aber Rechtschreibfehler zählen trotzdem nicht. Also, Sven ist unfehlbar. Das haben wir doch schon so häufig jetzt mitbekommen. Okay, seid ihr ready? Seid ihr ready? Let's go. Das Fischstäbchen fängt an, Dinge zu erzählen. Ja, erzähl mal. Deute Leute. Ach, deswegen ist die Musik so hochgeöffnet. Stimmt, die Musik fehlt ja. Schnittchenduell. Oh, hieß das nicht Tittchenduell? Ist auch richtig geschrieben. Lexikon-Quiz. Ah, okay, wir das ist lustig. Gar nicht das können wir mal wieder machen. Anders, oder? Ich verstehe. Such den Sieg. Das hatten wir schon. Das ist das Google-Format. Sebastian, ich erinnere mich nicht dran an Such den Sieg. Was war das denn? Das war mit Peter. Das hat Peter doch moderiert, glaube ich. Ach, das ist Google ist dein Freund. Nee, Such den Sieg ist was anderes. Das ist das, wo du. War das nicht das mit dem Auto und dann musst du ein Wort da dran machen und dann musst du das googeln? Und wer die meisten Treffer hat, gewinnt. Ja, genau das ist das. Sei doch jetzt mit Google. Ah, scheiße. Deswegen gib es das. Ein Punkt. Für nein. Jay und Chris. Wie gesagt, Sven habe ich jetzt schon wieder durchschaut. Wir brauchen gar nichts zu drücken, die ganze Runde. Ja. Okay. But, ja, es warum? Es wird nicht ein Ding kommen. Ja, wie, warum? Weil ich Sven durchschaut habe. So ja, aber warum machst du denn? Jetzt bin ich gespannt. Ich bin gespannt, ob Jay recht hat. Ja, das haben wir leider auch. Nee, heißt das Rate mein Alter oder heißt das? Ist das nicht anders? Anders? Ja, das könnte sein. Also ich weiß, dass wir halt ein Alter-Raten-Ding haben, aber hieß das so? Es heißt Rate mein Alter. Nein. Bastet! Sven. Ist nicht richtig, es geht weiter. Und wie, da ist nicht eine richtige dabei, dann raste ich aus. Pixelbilder? Ich wollte auch drücken. Fuck, das heißt Pixelbilder raten, oder? Nee, das heißt, was ist denn das? Und wir nennen es intern Pixelbilder. Das ist absolut korrekt, lieber Verdammt. Sebastian. Absolut korrekt. Punkt Jay für Sebastian. Unrecht. Sehr gut. Und Jay hat unrecht. Nur deshalb musste ich jetzt auch drücken. Sehr gut. Es geht weiter. Google ist dein Freund. Hey, guck mal, da ist das, was ich meinte. Gefragt, gejagt. Das haben wir nicht, das ist eine Spielshow von ARD. Jonathan. Keine Ahnung. Das ist absolut korrekt. Gefragt, gejagt läuft nicht bei uns. Sehr, sehr gute Spielshow, würde ich mal voll feiern, wenn wir das umsetzen können. Markus hat mich verbockt. War ein Rechtsklick. Können wir die klauen, Jay, eigentlich? Ja, die ist schwierig. Ah, okay. Schwierig. Dann geht es weiter. Adaptieren, Peter. Gejagt ist halt so, du hast halt wirklich einen, der gegen andere spielt und
der eine ist halt wirklich so ein richtiges Brain, ja. Und da sehe ich die ist halt, die kenne ich ja sogar. Die ist mega gut. Ja, stimmt. Aber von uns ist keiner ein Brain. Richtig. Außer wir waren so Formel-1-Fragen oder so eine Scheiße, weißt du? Okay, oder halt Filmfragen oder sowas. Da kannst du halt einen dann als Brain vielleicht mal ansetzen. Also kann man vielleicht aber ändern. Muss man nochmal drüber nachdenken. Geht noch weiter? Ich glaube, jetzt kommt noch einer. Pass auf. Nee, er ist vorbei, oder? Wer bietet weniger? Ich war zu spät. Sebastian, schnell. Wer bietet mehr, haben wir natürlich. Richtig. Korrekter Punkt für weniger. Sebastian. Das ist kein Rechtschreibfehler, ne? Oh Mann, ey. Das ist kein Rechtschreibfehler. Ich dachte wirklich, Sven zieht da durch und macht einfach keinen. Das war die erste Kategorie. Ja, hat Sven Jay gut reingelegt. Jay, der wieder Metagaming betreiben wollte. Aber nichtsdestotrotz hat er auch schnell und gut gedrückt, wenn es drauf ankam. Jay hat 3 Punkte, Sepp 3 Punkte. Ja. Christian, 1 Punkt. Und wir kommen zur Kategorie 2. Ich bin ein Tier, das ich bei The Hunter jagen kann. Ach du Kacke. Okay, ich drücke einfach gar nicht. Also nicht. Ja, egal. Ich werde da jetzt nicht weiter erklären. Schon. Ja. Im Grundspiel oder auch mit den Add-ons? Ja, wahrscheinlich mit allem. Mit allem, okay. Ja. Ich würde auch sagen, mit allen. Wenn da steht Bram, darf ich dann buzzern? Du darfst immer buzzern, Jonathan. Du kannst Bram nicht handeln, sondern nur der Löwe. Das war dann anderes. Ja, für mich schon. Okay, es geht sofort los. Boah, das ist richtig nicht schwierig. Fasan. Ah, gib es nicht. Ich hätte auch gesagt, das gib es nicht. Fasan gib es nicht, als ob man Fasan jagen kann. Wo denn? Hab ich auch noch nicht gesehen, Fasan. Aber vielleicht im DLC. Nee. Fasan nicht einfach so ein Standardtier, was du mal schießen kannst? Ja, wo denn? Es gibt Stockenten, aber keine Fasanen. Aber bei Hunter haben wir das noch nicht gesehen. Moment, eine Sekunde. Das wird hier mit so einer brachialen Sicherheit vorgetragen, dass ich dann nochmal nachgucke. Sicherheitshalber. Nein, ich habe keine Ahnung. Also steht da Fasan, kannst du schießen? Ja, kannst du auch. Fasan ist hart am Stissel, Junge. Also das ist falsch gebassert von Jonathan. Ja, ich hab gedacht, Fasan und ey. Du bist dich. Kacke. Ja, Fasan, hallo. Alleine schon wegen Thanksgiving schießen die doch nicht mal Fasan? Ah, ne, er schießt nicht. Das ist dann ein Truthahn. Weiter geht's. Fast dasselbe. Gummel. Die meinen immer Gummel, das ist der J-Tier. Okay, Dunkelente. Was ist denn das, Alter? Das gibt's bei Skyrim hier, oder ich so. Ich kenne nur die Dunkelelfen. Also als ob. Ich kenne keine Dunkelente. Die Dunkelente. Kann man schießen. In. Ach. Oh, die Dunkelente. Wer kennt sie nicht? Falsche Antwort von Christian. Pass auf. Ich baste wieder, Sven. Jede Antwort ist Sven. Ja. Jede Antwort ist richtig wieder. Jays Theorie, Teil Try 2. Irgendwann wird die richtig sein. Was für eine Scheiße, ey. Schneeschuhhase. Ja, Jetzt bin ich verunsichert. Auf der Schneemap geht das. Maultierhirsch. Ich gebe nicht. Den Maultierhirsch? Hab ich noch nie gehört. Was ist denn Maultierhirsch? Es gibt Maultier und es gibt einen Hirsch, aber es gibt kein Maultierhirsch. Ja, aber wenn du die Kroll, also Jay, wenn ja, du dann so. Ich mach doch auch nicht Entenfasan. Aber es gibt auch eine Dunkelente, also. Ja, hör mal, es gibt. Was ist denn, wenn ich dunkel vielleicht heißt das im Spiel fiktiv Maultierhirsch? Ich gebe es wirklich, das ist doch ein realistisches Spiel, gib dem Maultierhirsch nicht. Oh, gibt's die Dunkelente? Coeleus hemionus. Ach komm ey, fick dich, Peter. Englisch Mule Deer oder auch genannt Großhornhirsch, ist ein im Westen Nordamerikas verbreiteter Hirsch. Aber kommt ja auch im Spiel vor. Hast du denn jemals, als ob du einen Maultierhirsch schon mal jemals behandelt hast. Die ist ja auch eine gute Tierärztin. Gib es nicht! Jay hat gerade so die Maultierhirsche ausgerottet. Maultierhirsch. Ja, gib es. Vom Aussterben und alles für Jay. Gib auch im ich drück gar nicht mehr. Schneeschuhhase, Maultierhirsch. Stirnschuppenbasilisk. Kommt gleich Stirnlappenbasilisk. Let Obdrempels hier. Weinbergschnecke. Drachen. Weinbergschnecke.
Razorback. Was? Das ist eine Maus. Also komm, das ist von Razer eine Razorback, Maus. Razorback, dann ist das Vieh, was du bei WoW abschlachten kannst. Das ist eine Maus. Ich weiß doch, die Razorback, die hatte ich mal. Ja, wir jetzt auch noch englische Begriffe. Naja gut, man, also im deutschen Spiel heißt dieses Schwein Razorback. Oh mein Gott. Das ist ein Schwein. So rigged, Alter. Oft auch Feral Hogs, in Klammern verwilderte Schweine, sind eine, sind eine Population verwilderter Hausschweine. Wildschwein. Sus ja. Scrota Domestica. Ich würde gerne mal googeln, welche Maus ich damals hatte. Warte mal, ich guck mal kurz. Razorback kenne ich aber auch als Maus tatsächlich. Also, ja, das kann ich mal kurz für dich übernehmen. Mama. Endlos gerickt. Lol, da hat sogar ein Wikipedia-Eintrag. Die heißen wirklich Razorbacks. Ja, sonst wird das die Schweine oder die Mäuse? Nee, die Schweine. Ach so. Okay. Deutscher Wikipedia-Eintrag Razorbacks. Ach, krass. Ja, stammen vom Hausschwein und nicht vom Wildschwein ab. Ich hätte auch nicht bezweifelt, dass die nicht gibt. Okay, warte mal, jetzt Razorback. Razer. Ist sie nicht? Ich kenne in dem Spiel nur Diamond. Verstecken. Offizieller Razer Store. Ja, vielleicht ja, hieß da steht nichts von Razerback, tut mir leid. So. Ja. Achso, warte mal. Razerback? Genau. Razer wird ja mit ER geschrieben. Oh, ups, das wusste ich natürlich. Nee, auch nicht. Auch nicht, okay. Nee, sorry, finde ich jetzt gerade nicht. Gut, Alter. Weiter im Text. Wir haben jetzt jedes Mal das falsche Antwort richtig von gewesen, Christian. Ne? Ohne Scheiß, das ist alles. Wieso drückst du denn dann? Du hast das doch gerade auch gesagt. Ich drück. Ey, dem Maultier hier, Scheiße, als ob es dem Maultier hier steht. Okay, weiter geht's. Eine Seehunde hier oder was? Ja, Sepp wusste das natürlich immer alles. Ja, klar. Ja, natürlich, ey. Sepp ist am Stissel. Polarfuchs. Den kibbelt. Ja, auf der Schneemap. Endlich mal was, was man kennt. Ja, hab ich schon mal gehört. Die kann man bestimmt nicht jagen. Rotes Riesenkänguru. Also ich glaube nicht, dass man Kängurus jagen kann. Das wäre ja... Meinst du, das wäre ein bisschen zu krass? Das wäre zu krass. Aber bestimmt kann man das. Känguru am Ende mit Macropus rufus ist eine Känguruart. Es ist der größte Vertreter der Kängurus und das größte lebende Beutetier. Richtig. Jagdbar in... Beuteltier, Entschuldigung. In Beuteltier, ey. Krass. Jagdbar in the Hunter. Falsches, falsch geklickt von Sebastian Lenz. Ja, ey, ich sehe uns auch mal Koala-Bären abschießen und Riesenkänguru. Warum haben wir die Folge nicht rausgebracht während dem Feuer? Ich frage mich, in welchem DLC das ist. Ich will auch mal Kann man gegen Kängurus dann kämpfen? Ich kann mir halt nicht vorstellen, da wir ja in Europa oder Osteuropa rumgelaufen sind, dass wir da auf Riesenkängurus treffen. Nee, aber scheinbar gibt es einen Australien-DLC oder sowas. Ja. Ja, gibt ja auch ein Eis-DLC anscheinend mit Polarfuchs. Kann ich da auch hier Aussie Meat Pie abschießen? Schmeckt nämlich scheiße. Ja, genau. Okay, weiter geht's. Alles ist richtig hier. Kleiner ja, Kudu. Den Gibbet. Den macht Mu. Den hab ich auch schon getötet, also. Den Lux. Den Gibbet bestimmt auch. Nicht zu verwechseln mit dem Lachs. Den gibt es nicht. Alpensteinbock. Gibt es auch. Alpen-DLC. Ja, Sigi. Alles rigged. Sind alle richtig gewesen. Das ist korrekt, Jonathan. Alles ist richtig gewesen. Das ist so klar. Da, siehst du, rausgefunden. Ja, ey, aber Maus ist hier, Wenn du häufig genug einfach sagst, ne, alle sind mal richtig. Alter, ja. Well-played, Sven. So. Das war aber auch schwierig. Aber wirklich well played. Aktueller Punktestand ist Christian 4 Punkte, Jonathan 6 Punkte, Sebastian 7 Punkte. Kategorie 3. Ich bin etwas, was bei Pete's Meat schon mal gekocht wurde. Ach du Scheiße. Da reden wir jetzt nicht nur über Gerichte, die wir in unserem aktuellen Pete's Meat Kocht-Format gekocht haben, sondern die in der Pete's Meat Kocht-Playlist vorkommen. Geht aber auch wirklich um das Gericht und nicht irgendwer hat sich als Beilage mal Bohnen gemacht und deswegen haben wir Bohnen gekocht. Ja. Nee, das. Okay. Also würde ich jetzt auch so sehen wie du. Cool. Krass. Okay. Das ist schwierig. Beginnen Alter wir. Vater. Also heute ist wirklich heftig. Aber kann man halt auch alles wissen, ne? Also es ist halt nicht so, dass es unwissbar ist. Flammkuchen.
Christian denkt. Boah, kann gut sein, dass wir das noch nie gemacht haben. Zumindest haben wir noch keinen Flammkuchen bei den neueren. Ich kann mich auch nicht dran erinnern, ich war nur zu langsam. Richtig, den Christian. Punkt will ich Christian geben. Kein Flammkuchen wurde bisher von einem Pizmeet-Mitglied in der Pizmeet-Kocht-Playlist gekocht. Das kann auch korrekt. Gerne so bleiben. Ich liebe voll Flammkuchen, geil. Aber ist halt ein bisschen lame, ist halt langweilig. Ja, sehe ich auch so. Nudelomelett. Oh, Christian ist jetzt schnell ist mit den Fingers. Jay ist nur auf der Suche nach Pattern. Jay ist unfassbar. Nur noch Pattern, der ist echt... Christian! Ja, weiß ich nicht. Also wenn vielleicht irgendwer bei Freddy oder so war und da sein Nudelomelett gemacht hat, weiß ich das nicht, aber haben wir auch nicht gemacht. Was ist denn Nudelomelett? Genau, was ist denn das? Nudeln anbraten gedrückt, weil ich und dann keine wahrscheinlich Ahnung, da was einfach dann Eier drüber. Ich weiß auch nicht, was das ist, aber von uns hat das noch keiner gekocht. Richtige Antwort, no, Christian. Ja. Gut erkannt. Das ist wahrscheinlich Sven's Lieblingsessen. Nudelomelett und... Böses Fischstäbchen. Hass. Okay, ich drück jetzt einfach, ne? Ist ja alles richtig, hat Jay gesagt. Ja, würde ich uns auch drücken, auf jeden Fall. Schaschlik. Das hat Peter schon mal nicht selber gemacht. Alleine gekocht. Ja, aber das. Fischstäbchen. Das haben wir noch nicht gekocht. Hab gedrückt. Fuck. Ja, wir haben noch nicht Fischstäbchen gemacht. Nee, haben wir noch nicht. Das ist viel zu einfach. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich Fischstäbchen gemacht habe. Alter, fuck you. Aber Sven hat Fischstäbchen gemacht. Als ob wir Fischstäbchen jemals in Fischstäbchen in Pizza wie Koch gemacht haben. Viel zu billo. Ja? Oh shit, ich hab Fischstäbchen gemacht. Gerade verkackeiern. Ich mich gerade komplett auf was denn, Arm Peter? Nehmen. Bram und ich haben mal Fischstäbchen gemacht und das selber gemacht und verglichen mit gekauften Fischstäbchen. Oh, stimmt, die haben wir doch so. Haben wir die nicht sogar noch probiert? Oh, als ob, ey. Maultierhirsch. Das war letztes Jahr. Also. Noch gar nicht so lange her. Nee. Also von daher, Fischstäbchen wurden gekocht. Falsche Antwort von Jonathan. Oh mein Gott, wir hatten ja auch noch Sachen bei ja, lokalen Games. Ja. Weiter geht's. Was hat denn gewonnen eigentlich damals? Das unser eigenes. Fleischbällchen. Haben wir nicht gemacht. Oh, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Als ob wir Fleischbällchen gemacht haben. Ey, du vielleicht nicht, ne? Fleischbällchen in Kohlrouladen oder was? Ich klickt in der Tochter Jays Gesicht auf. Nee, Christian, du kannst dich freuen. Als ob wir Fleischbällchen gemacht haben. Bullshit. Hier, mit Video Welt. Vom 27.07.2019. 230.000 Aufrufe. Bram und Peter kochen Fleischbällchen. Was habt ihr für eine Scheiße gemacht, Mann? Das war so ein Fallout-Gericht, glaube ich. Das haben wir mal in der Küche von Second Wave gekocht. Ah. Kam gut an. Ich finde also, das gut, dass Jay immer noch denkt, jedes ist richtig. Ich kotze im Strahl. Nein, ich denke aber auch wirklich nach, ob wir das gemacht haben. Ja, ja, das merke ich auch. Ich gehe auch davon aus. Deswegen ärgere ich mich ja so sehr. Ich habe ja auch beschweren möchte ich mich schneller. Ja, nee, verstehe ich auch, weil da wirklich nur Bram und ich dabei waren. Das könnt ihr schon mal nicht wissen. Doch alles rigged. Also falsch gebuzzert. Das war nicht gelogen. Du musst doch mal unsere Videos gucken, Jay. Gehen wir mal weiter. Komm gleich nach Köln und tritt dir in deinen Arsch. Das kannst du heute Abend machen. Mit schon der richtigen Stimmung. Ja. Shakshuka. Das haben wir gemacht. Da war ich bei. Den Schmutz. Beim Nudelomelett muss ich genau da dran denken. Knödel. Das war's. Also, Peter und Bram haben zwei Sachen gemacht. Die habe ich natürlich geklickt. Raps. Danke, Jay. Peters vegetarisches Leibgericht. Das hat Peter schon mal gemacht. Das hat Peter schon mal gemacht. Das ist eine Avocado-Scheiße. Avocado mit Schafskäse und Knoblauch und Sahne und Tomaten mit echten Nudeln, die er damals gemacht hat. Da habe ich nämlich das auch selber nachgemacht und deswegen ist das leider eine falsche Antwort, Christian. Wow, Jay, fantastisch erklärt. Ja, genau, kann ich sehr gut bestätigen. Ja, Jay guckt wirklich unsere Videos. Peter kocht vegetarisch, hat zum ersten Mal in meinem Leben Nudeln selber gemacht, hat sich aus meiner Perspektive nicht gelohnt. Ja. Aber obwohl die Soße bleibt da eher dran hängen. Das stimmt. Ich fand das aber auch allgemein, ich finde das immer noch ein sehr leckeres Gericht. Falsch gebuzzert von Christian. Kocht das auch noch mal ab und zu. Diese Avocado-Scheiße, wie Jonathan es nennt. Bin halt sauer.
Sehe ich nicht. Krebs Suzette. Ah, hat er nicht gemacht. Oh, Jonathan. Gedrückt. Als ob wir Krebs Suzette gemacht Brando haben. Und ich. Krebs Suzette. Nein. Ich habe noch nie Krebs Suzette gemacht. Ja, das ist richtig gefasst. Fick dich einfach. Fick dich. Das war auch die letzte in dieser Kategorie. Mann, ey, zu gut. Ja, das war die Kategorie 3. Sehr schön. Und wir haben einen ganz interessanten Zwischenstand. Wir haben Christian und Jay mit jeweils 8 Punkten und Sebastian mit 10. Gut spannend auf jeden Fall. Finde ich ebenfalls. Also bisher ist die Neuerung ist gut und ich finde diesmal, also ich finde das diesmal ziemlich cool. Ich finde das Pattern auch sehr gut diesmal. Pattern, schmettern. Okay. Nächste Kategorie. Ich weiß nicht, was mit dem Sven los war. Ich glaube, er hat sehr viel an Tiere gedacht. Alter, das wird jetzt mega random. Ich bin ein Tier, das ich in Far Cry Primal zähmen kann. Oh. Nicht sein fucking Ernst. Das hat er durchgespielt. Das Schmutzspiel habe ich nicht eine Minute gespielt. Far Cry Primal zähmen? Ja. Ja, okay. Also, mach. Sepp, das ist jetzt hier deine Chance, wenn du das durchgespielt hast. Ich hab's durchgespielt vor 4 Jahren oder so. Das ist natürlich belastend. Ich hab das Spiel nie für alle beteiligt. Steht jetzt hoffentlich einfach Tyrannosaurus oder Dax. So. Dax. Keine Ahnung. Konntest du da nicht so ein Dax? Also, oder war das ein anderes Far Cry? Wolltest du jetzt gerade fragen, konntest du da nicht so ein Dax zählen? Das wäre falsch. Also im Far Cry-Universum gab's immer einen Dax. Ich weiß noch nicht, ob im Primal. Weil der Dachs, der ist dir immer auf den Sack gegangen. Aber ich glaube, das war ein anderer Teil. Also, glaubst du jetzt, man kann Dachs zähmen oder nicht? Ach, stimmt. Ich muss ja drücken, wenn nicht, ne? Danke, Sepp. Oh, okay. Dann ist das der Honigdachs, den man in anderen Teilen zähmen kann. Ja, natürlich ist das falsch. Nee, also in Far Cry Primal kannst du einen Dachs zähmen. Deswegen hast du falsch gebuzzert. Ja, okay. Das geht nur in den anderen Teilen. Weiter geht's. Ist danach nur eine Kategorie? Ja. Okay, gut. Dann war der letzte Begriff? Großer Kudu. Großer Kudu, keine Ahnung. Den kleinen Kudu konntest du in Dings schießen. Ja. Was weiß denn ich? Rothund. Kein Plan. Rothund. Rothund ist das. Rothund. Ja, das stimmt. Warte. Löwe. Säbelzahntiger. Ich kann mich nur blamieren hier. Der große Nasenbär. Wenn es den Dachs gab, dann gab es bestimmt einen großen Nasenbär. Wofür braucht man einen großen Nasenbär? Alter, zum Riechen, Christian, zum Riechen. Leopard. Ey, yo, was riechst du? Was riecht dein Ficknäschen? Was riecht dein Ficknäschen, großer Nasenbär? Schwarzwolf. Alter, was weiß der nicht? Nimm doch mal irgendein Dodo. Jaguar. Jack. Ja, keine Ahnung. Wie kommen denn die Tiere alle in dem gleichen Biom vor? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Schneeblutwolf. Ja, schnelle Kategorie, muss ich sagen. Wurde nicht viel gedrückt. Einmal wurde gedrückt von Sepp und das war falsch. Weil mir die Finger verbrannt, dann habe ich gedacht, Okay, ihr habt verpasst. Den großen Kudu. Den kann man nicht zähmen. Den Schwarzwolf kann man auch nicht zähmen. Habe ich mir nach dem Blutwolf schon gedacht. Und das wart. Oh, das wart. Gut, krass, dass ich nicht mehr gedrückt habe. Ich hätte getippt tatsächlich, dass es entweder der Leopard oder der Jaguar gewesen wäre. Da war ich kurz davor zu drücken. Weil ich dachte halt, okay, das ist alles so ähnlich. Ich dachte auch, da wäre ein bisschen kälter. Und dann ist da ein Jaguar? Keine Ahnung. Das war sowieso sehr unrealistisch, das Spiel. Also. Ah. Okay, das war jetzt die vorletzte Kategorie. Wir kommen zur letzten spannend. Kategorie und wir haben einen Punktestand von Christian und Jonathan 9 Punkten und Sepp 10. Also echt sick. Alles drin. Und die letzte Kategorie, solche Kategorien gehören mit zu meinen Lieblingskategorien. Nein, buchstabieren. Oh. Ein Wort, ich bin ein Wort mit exakt 3 M. M wie Muschi. Okay, lecker. Hä? Okay, Moment, ich muss davon eins kurz nachgoogeln, Entschuldigung. Okay, Peter muss googeln, ob es richtig geschrieben wurde. Oder ob es das Wort gibt. Ja, okay, alles gut. Nee, bei einem, alles gut.
Alles ein easy. Wort mit 3 M ist die Sache, ne? Das Fischstäbchen sagt, ich bin ein Wort mit exakt 3 M. Okay. Bin ich so ein Verbundstoffhersteller oder so? Es geht los. Passet auf. Schwimmmeisterstuhl. Dämmmaterialverkäufer. Mäusefutter-Klemmmappe. Scheiße. 4. Ach, Klemm. Ja, Klemm hat 2, oh, Mappe 1 und Maus auch. Das ist absolut korrekt, Christian. Fuck. 10 Punkte. Jetzt für Christian aufgeholt auf Sebastian. Scheiße. Okay, weiter geht's. Medienmissstimmung. Ja, oh, Stimmung. Oh, oh, Alter, nein. Ich hatte erst gedacht, scheiße. Aber es hat 4. Mich auch. Es hat 4, Jonathan. Sehr gut. Oh. Damit, oh mein Gott, alle haben 10 Punkte. Gott. Ah, ich liebe es. Ah, das finde ich super. Okay, alle haben 10 Punkte. Medienmissstimmung hat 4 M's. Weil da ist auch wieder das am Anfang gewesen. Okay, weiter geht's. Kommunikationsgesetz. Ach, 2. Christian, mal wieder schnell wie Lucky Luke. Kommunikationsgesetz 2M. Mhm. Deswegen Punkt für Christian, der hier in Führung geht. Wie schnell er ist. Weiter geht's. Mhm. Maserati. Alter, wie schnell er klickt. Christian ist richtig zackig unterwegs. Maserati natürlich keine 3M, deswegen Punkt für Christian. Nein, das heißt Maserati. Mamme Mani. Hey, was ist das denn? Okay, ich muss ja. Eine Sache muss ich nochmal kurz googeln. Musst du Maserati gerade googeln? Was ist das denn belastend hier, dass Christian so schnell ist? Bisschen? Ihr seid doch genauso schnell. Weil nee, eben nicht. Der war eben schneller. Einmal. Aber auch nur, weil Jay einfach gut Glück mehr das oder weniger gedrückt nicht. Hat. Also nee, du hast ja doch selber gedacht, es wären doch eigentlich 3. Ja, ich hatte erst Angst gehabt. Ja, siehst du? Also ja, das war Reaktion und dann, richtige Reaktion. Aber war nicht sicher, weißt du? Nein, war sehr sicher. Okay. Maserati hatten wir zuletzt, ne? Ja. Ja. Weiter geht's. Christian mit 2 Punkten in Führung. Imbissbuden-Fachverband. Oh, Sepp. Schnell gedrückt. Imbissbuden-Fachverband hat nur ein M. Keine 3. Mann! Weiter geht's. Langsam. Wichtiger Punkt. Kammmacher-Firma. Ach, scheiße, das hat 4. Das hat 4. Kammmacher-Firma hat 4 M's. Kammmacher-Firma. Auch, ja, das so musste ich nämlich auch googeln. Deswegen war ich gerade kurz verwirrt. Richtig gebuzzert von Jonathan. Christian 12, Sebastian 11, Jonathan 11. Richtig spannend. Noch, richtig spannend. Weiter geht's. Stammmannschaft. Nein! Nein! Das war einfach gedrückt, Jay. Damit ist Jay. Nein, nicht Erster. Nicht Stammmannschaft erster. Hat 3M, Jonathan. Das war falsch gebuzzert. Christian jetzt 13 Punkte, Sebastian 12 Punkte, Jonathan 11 Punkte. Aber es ist noch nicht vorbei, denn das ist erst Wort 9 und es gibt noch Wort 10. Jonathan drückt nochmal taktisches ja, Klicken. Muss ich halt machen, ne, um nicht letzter zu werden. Ich hab kurz überlegt, ob ich auch machen Chance. Soll, weil 50-50, dass ich Erster werde oder Letzter, also Zweiter. Bei so einem knappen Punktestand ist das natürlich nicht
Also das ist Standard quasi, da hat dann immer alle versuchen, solche Taktiken. Das ist Standard. Ich habe mir gerade gedacht, ich will das Wort hören. Ja, das kriegst du ja jetzt. Ich auch drüber nachgedacht, ob ich das machen soll. Das Wort lautet Programmmacher. Ja! Ich glaube, Sven weiß auch, dass das Standard ist und deswegen falsch gedrückt von Jonathan. Oh, damit festigt er Christians Sieg in der heutigen Folge. Glückwunsch, das Fischstäbchen Christian. Lügt. Und auch Sebastians zweiten Platz in der heutigen abgeschlagen Folge. Letzte. Abgeschlagen. Ja. Auch mit 11 Punkten. Ja, komm, so weit abgeschlagen. Abgeschlagen. Maultier, der hat mir den Rest gegeben. Der hat dir deine Motivation zerstört. Der hat dich gebrochen. Der Maultierhirsch, ja, Jay auf dem dritten Platz. Das war eine erquickende Folge. Das Fischstäbchen lügt. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr ebenfalls. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ja.